Und bitte! Der Boulevard des Films ist zukünftig unsere filmische Visitenkarte von Potsdam. Oder einfach gesagt, wir holen Babelsberg nach Potsdam, indem wir in die Brandenburger Straße Platten einlassen mit 55 tollen Filmen, die in und um Potsdam gedreht wurden und die damit deutlich zeigen, wie Potsdam, das ist eine Filmstadt. Viele der Kollegen, deren Filme hier ausgestellt sind oder geehrt werden, sage ich mal, die sind ja nicht mehr am Leben. Ich fühle mich als Stellvertreter. Aber in so einer illustren Gesellschaft ist das natürlich super. Hier sind ja Filme dabei, die für mich zu meinen Allzeitfavoriten gehören. Ja, also Der letzte Mann von Murnau, Spur der Steine, Solo Sunny von Konrad Wolf. Also es gibt einfach hier echte Highlights. Ich finde es auch eine tolle Auswahl. Und wenn Leute hier lang gehen und sich an den einen oder anderen Titel erinnern und vielleicht auch mal gucken, was ist denn das für ein Film, ist das toll.